Hallo und herzlich willkommen zum Thema des Monats Dezember, das Dashboard. In Version 5 haben wir das Dashboard etwas überarbeitet und in diesem Video möchte ich Ihnen die Änderung etwas näher bringen. Im oberen Bereich finden Sie eine Zusammenfassung Ihrer Herde. Hier sind die einzelnen Tiere aufgeschlüsselt nach Status aufgelistet. Mit einem Linksklick auf den entsprechenden Menüpunkt können Sie diesen öffnen, zum Beispiel Theominus. Hier finden Sie nun eine Übersicht aller Tiere, die mit diesem Status im Programm versehen sind und können diese über das Druckersymbol ausdrucken. Die Warnungen sollen Ihnen anzeigen, welche Tiere für eine bestimmte Aktion in der nächsten Zeit anstehen, zum Beispiel die Trächtigkeitsuntersuchung. Hier haben wir nun eine Änderung gemacht, dass wir eine Warnschwelle hinzufügen können für Tiere, die überfällig sind. Dies ist erkennbar an dem roten Viereck rechts oben pro Punkt. Klicken wir nun auf die Trächtigkeitsuntersuchung, sehen wir im oberen Bereich ein Tier, welches rot hinterlegt ist, mit einer Warnung 46 Tage zu spät. Die Warnungen ermöglichen es Ihnen also, Tiere anzuzeigen, die überfällig für diese Aktion sind. Die Einstellung für diese Warnung können Sie bequem vom Dashboard aus über das Rädchen auf der rechten Seite vornehmen. Hier können Sie die Tage in der Zukunft festlegen, das heißt, wie weit nach vorne das Programm die Tiere für diese Aktion vorschlagen soll, sowie die Warnschwelle, das ist im Bereich der TU zum Beispiel 30 Tage nach erwarteter Trächtigkeitsuntersuchung. Wenn Sie die Warnschwelle nicht benötigen, können Sie diese durch einen Klick auf den Haken deaktivieren oder aktivieren. Wichtig ist, wenn Sie Änderungen an den Voreinstellungen des Dashboards gemacht haben, dass Sie unten links Dashboard ausgewählt haben und danach auf die Diskette klicken. Der Bereich der Aufgaben ist ein frei definierbarer Bereich. Schauen Sie sich hierzu unser Thema des Monats über den Aktivitätenplaner an. Der Unterbereich in den Warnungen ist abhängig von Ihrem Prozessrechner und den Einstellungen der kombinierten Aktionsliste. Hier sehen Sie nur Menüpunkte, wenn Tiere für diese Aktion auch in Frage kommen. Das heißt, hätten wir keine Tiere mit einer Ketosewarnung, wird der Menüpunkt Ketose nicht sichtbar sein, bis wir Tiere dafür erhalten. Mit einem Linksklick gelangen wir in die entsprechende Aktionsliste. Der untere Bereich des Dashboards besteht aus den KPIs, den Key Performance Indikatoren. Diese können Sie auf der rechten Seite über das Zahnrädchen einstellen. Sie können festlegen, ob Sie eine Taste oder eine Grafik für den jeweiligen Menüpunkt sehen möchten, sowie Ihre Grenzwerte, das heißt, welcher Wert wäre für Sie ein guter Wert, welcher Wert ein schlechter Wert. Wenn wir zum Beispiel die Zellzahl MRP etwas hinaufsetzen und sagen, ein guter Wert wären 150.000 Zellen und ein schlechter Wert wären 350.000 Zellen und dies mit OK bestätigen, sehen wir direkt, dass sich in dieser Grafik der Zellzahl MRP der rote Balken für einen schlechten Wert, der grüne Balken für einen guten Wert verschoben hat. Beachten Sie, dass Sie bei manchen Menüpunkten für die KPIs verschiedenste Unterpunkte auswählen können. Zum Beispiel im Bereich SPP Milchmesser können Sie auch den SPP der Milchleistungsprüfung anzeigen lassen. Im Bereich Zellzahl MRP, MRP oder Tank und so weiter. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos und bis zum nächsten Mal.